Morgen oder übermorgen? Ich glaube eher am Freitag ist besser, oder? Freitag, okay. Machen wir Freitagabend dann. Okay. Also, die Hölle ist leer. Das Feuer ist aus. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, Episode 2 hat mich nicht so ganz überzeugen können. Es war zwar cool zu sehen zwischen Chloe und Rachel, so die Beziehung von der und wie sich das Ganze aufgebaut hat. Auch die Kussszene, die ich ja nicht ausgewählt habe, aber ich habe es mir angesehen, die war unglaublich gut gemacht. Da gibt's eine, konnte man sich ja entscheiden zwischen Armband, Tattoo oder Kussszene. Kuss, und ich habe mich für das Tattoo, glaube ich, entschieden, war es, ne? Ja, richtig. Der Kuss war einfach, also guckt es euch an, wer es noch nicht gesehen hat, der Kuss ist echt geil. Ich habe mich für das Tattoo, ne? Genau, Tattoo habe ich mich entschieden. Mit dem Armband, das wundert mich ein bisschen, warum da auch Armband stand, weil das Armband, das kriegt da eigentlich der Dingens. Der Frank. Aber ich bin gespannt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt einfach. Ja. Oh lol, Episode beginnen. Episode beginnen! Ganz schön. Nochmal, muss ich die ersten Teile kennen, um was zu verstehen. Besser wäre es, ja. Besser wäre es. Aber du kannst sehen, was passiert ist. Ich fühlte, dass mein Vater über etwas für ein paar Weile lügt. Ich wusste nicht, was es war. Es gibt genug Schuld, die sich herumzugehen. Was bedeutet das? Du meine Hand forced. Das ist eine Konsequenz deiner Aktionen, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Black Hole's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't. Ach ja, die Szene, wenn Drew. Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real, if you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your Mother. Oh yeah. Ich habe den Namen von der vergessen. Wie diese komische Frau hieß. Aber das war halt so wirklich das einzige Interessante davon. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is... Ah, genau, Sarah, genau so hieß die Frau. Your birth mother. Also die leibliche Mutter ist Sarah. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Okay. Also schauen wir jetzt durch das Fernglas. Und schauen uns das Schwarze an. Okay, alright.
Wenn du dich den Fernglas zuhörst, gedrückt und drücke S und ich, ja, I know that, ne? Ich weiß noch, wie das funktioniert, Game. Oh lol. I was in high school. There was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Also Angry Rachel. Wanted to date her. I could. Sieht auch fast aus wie Rachel, die Mutter. When she picked me. Sometimes I think that's what kept me blind for so long. Okay. Toll, zu spät. Wir haben gerade erst angefangen, Randula. Du hast noch nicht allzu viel verpasst. Er erzählt uns gerade, also der Vater erzählt uns gerade die Geschichte, wie er Sarah kennengelernt hat. Also hast du nicht allzu viel verpasst. Und recht, die Anzeige überdeckt die Textile. Ah, Textline. Ah, sorry, guys, sorry. Ich kann das gern noch verbessern. Das habe ich leider vergessen umzuändern. Mir letztens schon aufgefallen. Moment, ich hab's sofort, ja? Ich hab das sofort gefixt, okay? Okay. Denn das setzen wir jetzt einfach nach oben. Fertig aus. Einfach nach oben, fertig aus. So. Ah ja, ist alles klar. So, haben wir das gefixt? Ich hoffe, das ist jetzt besser so. Ich bin Sub, ja. Das weiß ich nicht, ja. Ich hab's aber selber gerade schon gesehen, also. Von daher. Alles easy, alles easy. Was? I see. Aber nicht mal ein Danke. Danke, Meister. Also von mir hast du schon ein Danke erhalten, ja. She was so alive. So passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Okay. What the fuck? Was wollte Sarah stattdessen? Was? Leben als Eltern? Wow. Sie wollte schon Mutter werden. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Aber warum warst du denn blind? Okay. Warum war er so blind? Er wurde Vater. Trotzdem sagt er, er war so blind. Okay. Was passiert als nächstes? Oh mein Gott, ist ein Knödel machen. Bester Mann. Ist ein Knödel machen, Knödel. Ist ein Knödel machen, Knödel. Nice. Okay. Was war's? Wie hieß es? Absturz. Wow, es gibt einen Absturz. Okay. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Okay. Over a year, I tried to help her. Das erklärt natürlich alles. I made myself believe. She was still a good person. Das erklärt alles. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was.
a destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Okay. Das erklärt einiges. Da ich wüsste auch nicht. Ich hätte, glaube ich, dasselbe gemacht. Wäre dann auch gegangen. Ist schon crazy. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. Chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again. To keep das ist auch die einzige richtige Entscheidung gewesen, glaube ich. Also würde ich jetzt so sagen, das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Wäre er. Leck, ich bin sie, du bist doch fucking crazy. Ohne Witz. Grendula ist jetzt ein Subman. So what the fuck? The first time you've ich bin sie, danke schön. Spoken with her in 15 years. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now... She wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Ja, warum kann das nicht passieren, wenn die Mutter sie sehen will? Ich meine, klar, ne? Drogensüchtig und so weiter und so fort. Ich meine, sie kann ja entscheiden, was sie will, aber die Frage ist, warum denn nicht? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Okay, das ist hart. Naja, klar, ne? Sie kriegt halt jedes Mal Geld von dem Vater und sie kann sich dafür halt die ganze Zeit Drogen kaufen. Kann sich zudröhnen, warum auch immer. Dem es Spaß macht. Danke, aber das war. Ich bin's also, musst dich bei mir bedanken. Alles klar. Rendula, danke für deinen Sub, Bro. Ist jetzt auch ein Subman? Besser. Wir können sie auch nicht damit allein lassen. Hallo? Sie ist gerade geschockt darüber. So. Sorry im Übrigen, wenn ich nicht so auf den Chat achte, aber mich interessiert es halt extrem darum. Tut mir leid, ne? Rachel only knew half the truth when she set that fire. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden, größtes Feuer in der Geschichte Arcanias, eine schnelle Autorität vor ein Rätsel. Ja, wir wissen das.
Das wissen wir. Und wir haben eine SMS bekommen. Oh, wir haben sogar noch einen Eintrag für Max. Max, ich dachte, dass Max dann Emma sei, normal, sie sind eine Familie, eine schlechte Sitcom der 90er. Dann am besten ist die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung im Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Ja, ja, ich erinnere mich noch. Das Ziel war es, rein und rauszukommen. Rein und rauszukommen. Ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten könnten. So viel dazu. Blub. Ich konnte nicht einmal den Vater so arrogant tun lassen. Ich diesen selbstgerechten Ass zurecht und brachte sogar Rachels Mutter gegen ihn auf, ja. Und redete Rachel durch. Ich schätzte sie die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass Jane dieser Frau umgemacht hatte. Alle schrien herum. Ich sah gegen Rachel in Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Das ist auch lustig beschrieben, hier das hier. Dann kam endlich die Wahrheit heraus, welches Mutter, nicht ihre Mutter, welches echte Mutter, ein paar Knutschereien. Ich umgehauen, Chloe, die schrullige und doch liebenswerte. Oh. Okay, mehr nicht. Okay. Okay, was haben wir hier? Drew, Nathan. Don't know. Gruppen-SMS haben wir. Okay, was haben wir hier? Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Aber was ist denn bitte Gruppen-SMS? Ach du Scheiße. Gruppen-SMS. Rachel und Chloe. Hier von Dana? Was seid ihr zwei auf der Party der Besetzung? Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Juliet, okay. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, soll's kommen? Yeah, Chloe, was großartig. Hey, Chloe, super gemacht. Jo, hier, danke, Brooke, Hayden. Danke, aber ich kann nicht. Du hast uns total gerettet. Ja, so sieht's aus. Und ich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm, bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Okay. Tja, ging halt nicht. Allein in einem Monat ist der 24-Stunden-Stream. So sieht es aus. In einem Monat. Genau in einem Monat. Geht's ab. Gibt's ein Overwatch-Turnier? Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Ja, natürlich, der Frank auch. Das haben wir uns, glaube ich, letzte EP schon angesehen. Genau hier, Sarah. Hier mit diesem Dan Merrick. Hängt alles zusammen. Vor allem hier diesen Sheldon Pike, Peak, wie auch immer. Oder hier der Peter. Die zwei Boys, die uns in der ersten EP schon angemacht haben. Carter Inc. What? James, hast du noch was zu sagen? This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. Ach so, okay, so that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Das kann ich verstehen, ne? Du bist ja immerhin der Vater. Soll Rachel das nicht entscheiden? Nein, aber was fürchten Sie, wird Sarah tun? Das würde mich auch interessieren. Was würde sie denn tun? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? Ich glaube eher, der hat eher Angst, dass sie die mit reinzieht. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Okay, das werde ich. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Mm-hmm. Please. Mm-hmm.
I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. So sieht's aus. Also, wenn wir halt Rachel beschützen. Ich kann, glaube ich, die Sorge verstehen. Sie wird Rachel sehr wahrscheinlich mit reinziehen in die ganze Geschichte. Oh, was ist mit dir? Hey, Mrs. Stiefmutter, ja? I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Kann ich irgendwie, tut mir leid wegen heute Abend, ja, das tut mir erst extrem Sorry, leid, ja. Sorry, that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Ja, aber warum bist du denn froh, dass ich hier bin? Erzähl's mir. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Hm. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Echt mal. Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are... Erst wollten sie flüchten und jetzt auf einmal alles über den Haufen geworfen. Hammerhart. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone. Until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. Yeah. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so. Ja, natürlich. Warum soll die nicht gefährlich sein? Was ist das für eine dumme Frage von dir? Wenn die da schon mit zu der komischen Bande gehört. His entire life is about keeping people safe. Das ist eine Frage. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Essen Knödel. Thank you, Chloe. Gönn dir die Knödel. Mhm. Wie wird man schnell krank? Ich bin sie. Ich weiß es auch nicht. Man muss einfach mit der Sandy im Discord abhängen. Wie gesagt, dann überträgt sich das Ganze. Die ganzen Bazillen übers Internet, durch das Headset. Vom Headset in die Ohren hinein, dann hast du die Bazillen, dann bist du krank. So, gehen wir mal nach oben. Beziehungsweise haben wir hier noch irgendwas, was wir tun können? Weil die ganzen Dinger haben wir uns ja schon letzte EP angesehen. Ich glaube, jetzt hat sie natürlich eine andere Meinung, wenn wir uns jetzt hier das Familienfoto ansehen, ne? Okay, ja. Von daher gehen wir jetzt einfach mal hoch. Action! Rachel took that pretty hard. Zack. Mal gucken, was sie hat jetzt. Wie sie sich fühlt nach der Wahrheit. Bitteren Wahrheit, wohlgemerkt. Echt Yoshi, gell? Rachel?
Da liegt sie einfach. Und denkt sich auch, what the fuck? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Nochmal was ganz Kurzes zur Bonus-EP. Denn die Bonus-EP, die erscheint ja nächsten Monat. Ich glaube, Ende nächsten Monat. Und in der Bonus-EP sprechen die Original-Synchronsprecher. Also von Max und Chloe. Was auf einmal für einen ganz komischen Hype wieder gesorgt hat, warum die Chloe-Synchronsprecherin jetzt nochmal gewechselt wird. Zu der Originalen eigentlich. Da waren die Leute schon komplett verwirrt, warum sie das gemacht haben. Ich meine, klar, Original-Chloe-Stimme aus dem ersten Life is Strange. Aber die mussten ja hier tauschen, weil die Original-Synchronsprecherin war am Anfang ein bisschen verhindert wegen irgendeinem komischen Streit. Und jetzt regen sich die Leute auf, warum sie dann jetzt in der letzten Epi, wo die Chloe nochmal jünger ist, wieder die Stimme wechseln, halt zu der Älteren. Dann haben sie auch gesagt, das würde gar nicht passen und so. Ah, man kann es den Leuten auch nicht recht machen, gell? So, was haben wir hier? Einschalten. This light needs more. Licht braucht mehr Licht, okay. Wie sehen Sie, das hier ist die allerletzte Episode. Aber es gibt eine Bonus-EP, die nächsten Monat noch erscheint. Und das ist die zwischen Max und Chloe. Aber das hier ist offiziell die letzte EP. Also. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her. Was ist sie denn? Ey. Warte mal, oh Gott, ich habe keinen Plan von Sternzeichen. Kann man das irgendwie, was sie ist? Löwekrebs, okay. Löwekrebs, wie sieht denn das aus? Ich habe echt keinen Plan davon. Okay. Ja, eine Karte. Rachel's surrounded by so much love. Unsere wunderbare Tochter, für den Abend, ihren ersten Auftritt, Hals und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Ah. Ja. Warum hat sie das? Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Oh, kann man schon mal machen. Was haben wir hier? Stickerei, was ist das? The Ying and Hadass Yang. Denkst du alles daran, dass du geliebt wirst? Sei zuallererst gewappnet. Lol. Ohrtasche? We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Oh yeah, that's right. Ein Notfallkoffer. Was hat die denn bitte im Echt jetzt? Der Notfallkoffer. LOL. Können wir uns das nehmen? Tatsächlich. Gib mir die Taschenlampe. Wow. Die hat einfach einen Notfallkoffer im Zimmer. Wie cool ist sie? Wow. Wir haben eine SMS von Mutter. Angul, was geht ab? Wie geht's dir? Ah, mein Lieblingsmädchen. Ja, hetero gemein. Im Stream steht, du zockst WoW. Ich hab WoW gezockt, aber das steht eigentlich gar nicht mehr im Titel. Das dürfte gar nicht mehr im Titel stehen. Also bei mir steht's auf jeden Fall nicht mehr. So, was will denn die Mutter von uns? Chloe, ich schließe nicht ab. Falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Okay, danke schön. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Ja, sie ist... Leute, wir waren lange nicht mehr bei Mutter und bei Stiefvater. Weil... Das ging ja da darum, dass wir noch in diese komische... So eine komische Sonderschule gehen, gell? Soweit ich mich erinnere. Wollten sie. Militärschule war es doch, glaube ich, oder? Oder wollten die mich hinschicken? Ha! Und die einfach eiskalt abgelehnt und abgehauen. Meiner Twitch-E-Mail steht aber. Ah ja, 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 die Twitch-E-Mail. Ja, ja, das könnte sein. Wir haben eben ein bisschen WoW gezockt. I could get grades like this. I just don't want to. What? Leistungskurs, Kurz, sag ich schon, Kurs, Latein, eine 1. Amerikanisches Erlebnis, 1. Literatur des 20. Jahrhunderts, 1. Alter, die hat überall eine 1.
Was ist los mit ihr? Das ist zu viel Liebe, hat man auch dabei. Ob dem recht zur Wende geht. Fuck. Yoshi. Können wir den Laptop benutzen? Die Miss Arcadia, was ist denn vorher im Norden der Stadt los und wann kommt es hier? Und fackelt uns alle mit einer vollen Umarmung des Todes ab. Frage für einen Freund. What the fuck? Erster, I forget, was? Erster, nein. War das Feuer nicht einen Tag nachdem Firewalk hier spielten aus? Okay, das ist kurios, Feuer. Freunde, darf ich sagen, da, wir haben so etwas noch nie gesehen, keine Ahnung, wie alles begann. Tja, wer hat wohl das Feuer gelegt, gell? Das ist hier die Frage. Okay, Rachel, was geht ab? Hey, Rachel. So viel zu lesen, echt, gell? Of course. What? Taschenlampe an Sternprojekte befestigen. Echt jetzt? What the hell? Okay. Was bringt es? Okay. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Okay, Aufmerksamkeit. Hier, bitteschön, da hast du deine Sternchen. Lass mal ran. Natürlich, Rendo, klar. Es ist immer so. Wird's erotisch, guys. Hey. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there. Which we almost never see. Sometimes we see it. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Ich finde sie immer noch schön. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Fühle mich geehrt? Naja, vielleicht. Ne? I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew.
even when I didn't know. That my real mother was gone. Okay. Küssen, küssen, küssen. Ja. Das, dass sie eigentlich erst vor ein paar Minuten sich geküsst haben, sind sie ziemlich schnell. Ja, aber in meiner Version haben sie sich ja nicht geküsst, ja? In meiner Version habe ich einfach nur ein Tattoo bekommen. Also hat sie mir was gemalt auf den Arm. Mehr war das nicht. Aber geküsst haben sie sich in meiner Version nicht. So pervers bin ich nicht. Obwohl es eigentlich, ja, relativ nice war. Mir gefällt die Musik. Wie immer. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Na, ob du das willst? Ich weiß es nicht, das muss mein... I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. I think But what if we can't find her? Seht durch, guys. It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Wir schaffen das schon irgendwie. Wenn du deine Mutter sehen möchtest, wir kriegen das hin, geil. Mädel, so. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Ich kann aber. After my dad died. I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. Yeah? I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking... Alles klar, gut, hau rein. Bis später. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Okay. What the fuck passiert jetzt schon wieder? Das ist schon wieder so ein komischer Traum. So ein kranker Traum wie letzte Mal. Tatsächlich. What the fuck, warum?
the hell? I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? What? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. What the hell? We never... That wasn't you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Das Ganze ist schon wieder viel zu creepy für mich, ja? Herr Michi Rage. The fuck, ja? What's wrong? Don't you see anything? Ich sehe nichts. Oder sollen wir mitspielen? Da ist was. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Oder Drama. Something about stories told by idiots, full of sound and fury, signifying fuck all. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a... bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Holy shit, Whoa. The fuck? Okay, das war jetzt echt strange, das Ganze. Wait, what the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Echt, gell? Ich bin sie. Wait. The fuck? David? Richtig deep. Motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay.
I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, irgendwann dude. Abschalten nur als Warnung. Pick okay, up. Yoshi, holy shit. It's crazy. Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Helf mir, Jungen, ja? Muss der Rachel helfen? Sollen wir ihm sagen, helfe einer Freundin, oder wollen wir ihm sagen, das würde mir sehr viel bedeuten? Eine Freundin. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Okay. Ja, cool. I've got 2 hours to kill. In 2 Stunden? A shower. Auf dem Schrottplatz. If you know what I mean. Ich war ganz kurz RIP, habe ich gerade gesehen. War ganz kurz alles auf Null. So, Rachel, hier, bitteschön. Ich habe es für dich getan. Wir können uns mit deiner Mutter, also mit deiner leiblichen Mutter treffen. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal, du hast es drauf? Na klar, ja, ja. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Ja, ich bin noch zu Hause duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Glory Price. Alter, wir werden uns duschen. Wisst ihr, was das heißt? Ja, jetzt gleich Chloe nackt sehen. Die minderjährige Chloe. Fucking believe that David went through my... Ja, aber wonach hat denn David dann jetzt hier gesucht? Warum der hier alles durchgewühlt hat? Können wir irgendwas finden hier? Ja, das will ich nicht einschalten. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Ach, das Foto, ja, ich erinnere mich. Haben wir irgendwas Aktuelles hier auf dem PC? Wow, da ist noch was zerschlagen. War ja klar. Ich das Highschool verleiht. Sarah hat den Fischerpreis. Lol, den Fischerpreis. Jedes Jahr vergibt die den Fischerpreis, der nach dem berühmtesten Forscher Robert Fischer benannt wurde. An den Schülern, der sich. Das war schon. Nochmal suchen. What the hell? What? So, will mal PC-Pause machen. Alles klar, Lana. Dann mach mal deine Pause. Ich wünsch dir was. Danke fürs Reinschauen. Was ist denn hier? Mein Handy eskaliert völlig. Alle Leute schreiben mich an. Was ist das hier? Schickt es bitte. Von Ibinzi. Ibinzi, ich hab dir auch gesagt, was es war. Ich glaube, die Nachricht ist ein bisschen alt, Jenny. So, was haben wir hier? Hey, Victoria, Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Latest Comment. Das... Okay, Guys. Ich will was ausprobieren. Klicke folgenden Link, ja? Guck mal. Das ist doch ein Easter Egg. Das kann doch ein Easter Egg sein, das hier. Ich gucke jetzt mal nach, ob das echt ein Easter Egg ist. Das war ja auch schon beim ersten Teil so. Da gab es ja auch sowas Ähnliches. Das würde mich jetzt interessieren. Wo haben wir denn jetzt hier die Dingenskirsch-Taste?
Wo ist sie denn? Da. Wow, 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 wow. Okay, öffnen und Website ist leider nicht erreichbar. Schade aber auch, das wäre zu schön gewesen jetzt. Darüber hätte ich mich jetzt gefreut, über ein Easter Egg. Aber nee, natürlich nicht. Nur falls ihr noch mehrweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo Respekt. Niemand hat Trevor Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Alter, schau's dir an, ja, das ist Kunst, was ich da gezeichnet habe. Nathan almost pissed himself. Letzte Nacht, warte, das stimmt. Ja, das war ja der Auftritt von uns. Was? Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war neulich Chloe Price, dann Chemie mit Miss Ambers Prospera. Selbst die Chemie zwischen Miranda und übertraf Mrs. Price hervorstellende Verwunderung. 5 Sterne, okay. Oh Gott! Shit. Hang in there, Skip. Was? Kündige deinen Job nicht. Anita will mit Skip Merrill, dem Sänger von Pisshead. Lol. Kennt ihr bei anderen News? Was steht nach der plötzlichen Beliebtheit eures Songs Nothing Wrong? Das ist für Pisshead an. Pisshead heißt. That name. Pisshead. Danke, Yashi, danke. Danke, 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 Leute. Danke, danke, Jenny und Yoshi, danke. Im Moment lassen wir ruhig angehen. Sollten wir also nicht. Wo war ich jetzt? Sollten wir also nicht den Atem anhalten, bis ein Pisshead-Album am Horizont des Tages. Aber im Moment arbeite ich noch. Typischen Job, manchmal muss man tun, was man tun muss, um den Traum am Leben zu halten. Also, dann glaube ich, dass er halt mit Pisshead voll berühmt wird. Und dass Skip halt auch nicht mehr länger dann der Security-Chef von der Schule ist. Und dadurch kommt dann Dingens zu dem Job. Dingenskirch, sag mal schnell. Ah! Der Stiefvater. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. David Madsen, so. Der Knautschsack, sitzen und rauchen. Immer doch, das macht der Rendler ständig. Sitzen und rauchen. If you know. Ist halt, ja, Jenny. Könnt sich beäumeln drüber. It's so weird to be. Is that really, ja. Yeah. As much as this place sucks, at least it's not full of secrets. Nobody's hiding anything. Well, except me and my pot. And everything with Rachel. But how could I possibly tell Mom what I'm up to? Tja. Da genug geraucht, ja, Mädchen? I'm so tired. Pretending things are fine tomorrow. Okay, dann nicht. I always mess up again. And then she gets mad. Maybe I should try. Ach, Sache ist sogar so geil. Der hat sie fertig geraucht. Die Frage ist, ob es noch Gras war. LOL! Wie die Einhorn-Tusse da aussieht, das sehe ich ja jetzt erst. Sieht aus wie Daenerys aus Game of Thrones. Mutter der Drachen.
Oh yeah. Guck mal hier, Papas Jacke hat sie sogar. Das haben wir letztens gar nicht gesehen. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Alter, unsere Pflanze ist kaputt. Müssen sie gießen. Ich hab keinen Bock auf Raid, warum? Heute wird HC gemacht. Better than nothing. Aber ich weiß, ich würde auch jetzt die Episode durchspielen, aber ich habe auch Bock auf Raid und deswegen bin ich gespannt. Außerdem habe ich auch schon zugesagt, das wäre jetzt assi, wenn ich jetzt nicht mitkommen würde. Ja, Rendo, HC. What the fuck, was hört die für Musik? Was will die Victoria Chase von uns? Fucking Bullshit. Bitte, was hat sie gerade geschrieben? Alter, hör doch mal auf zu schreiben, ich hasse dieses Getippe. Sie tippt genauso wie Jenny. Jenny ist auch so am Tippen bestimmt, das hört sich genauso an. So, was haben wir jetzt hier? Irgendwas Lustiges habe ich gerade. Du hast mich gerade eine Prothese genannt. Da stimmt, Prothese. Ich erinnere mich. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Emmer ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hättest dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Ja, klar. Diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich bin Victoria, ich bin eingebildet und so. Und ich bin die Nummer 1 in der Schule. Alle Leute sollen nur mich sehen. Genau so bist du. Alter, baff, baff. Links und rechts. Oh Mann, wenn du ein schrecklicher Mensch bist, müssen das auf einmal alle erkennen. Das ist einfach das Schlimmste. Fick dich, Chloe, ja. Genau das ist deine Einstellung, ne? Hab mal zu Jenny gesagt, ich mach bei ihr mit. Was? Und bin bei meinem Freund mit? Was? Ich hab mal zu Jenny gesagt, ich mach bei ihr mit und bin. Freund mit. What the fuck, wenn sie das. Was? Mit echt Geld? Ich bin verwirrt. Bitte was, Michi? Ich mach lieber 150-minütige Sprachmemos, ja. Ist auch nice. Ja, Jenny, genauso tippst du bestimmt auch. Ist so, gell? Das war Victoria Chase, wie sie leid und lebt. Towel? Where the hell is... Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Ja, wo ist denn bitte jetzt dein Handtuch, Chloe? Das Piratenhandtuch. Da? Oh lol, wir haben's schon. Alter, bin ich ein Pro. I can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Ja, Jenny, will ich. Eine erotische dann bitte, ja? Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. What the fuck? Jetzt will sich also die Haare blau färben. Jetzt kommt sie also zu ihren blauen Haaren, weil die Max das immer wollte. Best shower of my life. Hot water. Don't let me down. Guck mal, hier gibt's sogar einen elektrischen Rasierer und diese Musik im Hintergrund macht mich irre. Seeing so much of David's shit around here. Okay. Was haben wir im Medizinschrank? Gross. What the fuck is this? Was ist das? Muskelmann Pomade, Styling Pomade mit extra starkem Halt. Okay, HG. Wow, mehr nicht. Ich habe zu Jenny mal gesagt, ich spiele mit ihr Overwatch, aber bin dann mit meinem Freund Overwatch gegangen. Jetzt kapiert, ja, jetzt. Was für erotisch. Ja, erotische Stimme. Also eine richtig sexy Stimme. Jenny mal in sexy hören. In real sexy hören. lol. Okay, seid ihr bereit? Um zu duschen.
Ich ja, come on, bitte, bitte zeigt es, ja, bitte. Lass bloß nicht die Seife fallen, ne? Holy shit. Vor allem die Duschen mit Handseife, also mit so einem Seifenstein. What the hell? Ja, schön, dass ich das sehe. Wenn jemand duscht, gell? Ja. Oh, nice. So gefällst du mir. So gefällst du mir schon. What the fuck? Die Kleider von ihrer Mutter anziehen, oder wie? Guck mal da! Kleidung von ihrem Vater. Will ich jetzt anziehen wie ihr Vater, oder wie? What do I feel like wearing on this easy ass day? Bonus-Outfits, was haben wir noch? Den Totenkopf, was haben wir hier? Drache, erwache, lol. Das ist wie, weiß ich, diese Disney-Serie, Drache, erwache. Totenkopf, das würde mich interessieren, wie sieht das aus? Sinn bedeckt? Ihr kleinen versauten Dinger, ihr. Umziehen war es, gell? Ja. Was haben wir noch an Bonus-Outfits? American Dragon, genau. So hieß es. Illuminati, Punktu. Ich glaube, das hatten wir gerade. Ne, diesen komischen Hotdog da, den hatten wir an. Illuminati will ich erst recht nicht tragen. Ich hasse Illuminaten. Lassen ihr nicht. Alter, warum will ich aussehen wie Max? Passt überhaupt gar nicht zu ihr. Ist bitte American Dragon? Dann google es bitte, ja? Was American Dragon ist. Umziehen, nein. Das sieht absolut nicht Chloe-mäßig aus. Oh, hier haben wir auch noch Bonus-Outfits. Was haben wir hier? Chloe's Klassiker, komm. Vorbestellung, ha. Ja, bitte Chloe's Klassiker. Dafür bin ich. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Okay, dann gehen wir also runter. Und holen uns den Werkzeugkoffer von unserem Vater. Nicht die Vater, sondern von unserem Vater. Ein Bild von Arcadia Bay? Warte mal, sah das nicht. One day I'll look at that and think, my old home. And not fuck this shithole forever. Guck mal hier, Autokalender, hier bestimmt von David Madsen. Komm, da machen wir ein Graffiti drauf. Sports cars are really good for. Wie, was ist das für ein Scheiß? Das ist kein Scheiß, ja? Mädels anbaggern, oh yeah. Dafür bin ich immer zu haben. Hitting on chicks. Sieht aus wie das von Xiaomi. Das Pleb-Emote. Pleb. No way. Mom actually sold her ring. Was? Alter, die hat den Ehering von Dingens verkauft.
Den Ehering von William hat sie verkauft. Warum hat sie das getan? Für $300? What the fuck? Der war kacke, ey, Jenny. Genau das, sie bin sie. Also sie verkauft einfach den Ehering von ihrem Ex-Mann. Shit. Ich meine, ja, ne? David really is moving in. Irgendwann muss man auch mal loslassen können, ja? Aber sowas zum Beispiel, wenn ich weiß, dass meine Frau jetzt gerade, also jetzt zum Beispiel, meine Freundin stirbt, dann würde ich auch alles aufbewahren für immer. Wird nicht einfach... Bäh, Alter, was ist das? Warum Kondome? Alter, das ist eklig. Ich meine, ne? You know? Man will nicht wissen, wie David Madsen und, ja, die Mutter, ne? I remember this. Geschmeidigen Sex haben. Will man gar nicht wissen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. In Liebe, Chloe, diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich. William. Guck mal hier, Alter, von William, eine alte Karte, 8. Mai 2005. Wings Club. What the hell? Oh, wir haben auf jeden Fall etwas zum Reden. Okay, was haben wir noch? Halt, stopp. Noch will ich nicht runtergehen. Nichts. Okay. Und runter. What are the chances I can avoid Mom or David? I'm flipping them over. Not yet. I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Yeah. So glücklich wie lang nicht mehr. Anscheinend. Gönnen wir ihr doch den Spaß, aber nicht dem Typen. Ja, ja, aber nicht den Typen. Hey, who's there? Nehmen wir Asterix und Obelix. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did. But this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ach ja. Komm nicht wie zu Hause vor, ich bleibe nicht lang. Oh, hier, alles Gute zum Muttertag, da. Können wir jetzt auf die Karte ansprechen von William. Oh, lol. Das eskaliert jetzt direkt schon wieder. Seh's kommen. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. Okay. Doch nicht. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm einfach just here to okay. pick up ich hab's something. Verstanden, ja, also ich hab's. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Ah, hier komm. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. Was möchte er mir sagen? But a minute.
Mom. Was möchte er mir sagen? I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Ach ja, er hat mein Zimmer durchgewühlt. Genialer Plan, Leute. Er hat mein Zimmer durchsucht. Wer sonst? Warum sieht mein Zimmer so aus? Ich meine, das Zimmer sah auch vorher nicht ordentlich aus. Ja, aber trotzdem. Alter, ich hab LF? Was hast du? Was ist LF schon wieder? Tag, Freude, hat mir ein Video geschickt. Was ist LF? Schick. Fuck. Okay. Gehen wir es an. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, you... Chloe, I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew? You knew that David went through all of my... That was before I talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... I'm done with this. Chloe, stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. Was ist das? This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Okay. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Lachfleisch, okay. Ja, sorry, ja. Du Opa, ich kenne nicht alle Abkürzungen, okay. Erstens hat er unser Zimmer durchwühlt. Warum auch immer. Aber okay, ne? Er erzählt uns hier seine Geschichte. Er hat auch sowas durchgemacht und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, er ist ein Guter. Er ist auch ein Guter. Ja. Ja, ich bin auch schon. Ja, komm, wir nehmen an. Ja,
hat er dasselbe durchgemacht. Er hat auch was Wichtiges verloren. Seinen besten Kumpel halt. David looks so young. And this Phil guy. They look close. Ja. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Okay. Wäre passiert, wenn wir es nicht angenommen hätten. Eine völlige Eskalation wieder. What? Aber so bin ich nicht. Ja, such jetzt mal den Werkzeugkoffer. Ach du Scheiße. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. What's the matter, David? Don't want any more decorations inside your toolbox? Okay, er lag einfach daneben, der Werkzeugkoffer. Okay. Alles klar. Oh Gott. Guck mal, es ist derselbe Zug, der auch im ersten Teil kommt. Der sieht genauso aus. Dieses Eichhörnchen, ey. Come on. A bit more love. Okay, was bedeutet das jetzt? Salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Ach du Scheiße, nicht im Ernst. Jetzt darf ich ein Auto reparieren. Dabei kenne ich mich selber nicht so gut mit Autos aus. Hauptsache ich fahre eins. Das reicht schon. David hat uns da was geschrieben. Ach du Scheiße. Chloe David hier. Hat Mama. Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Oh Mann, wie wäre es mit etwas Vertrauen? Nein, nein, nein. Ich frage ja nur. Freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Alles klar. Okay, was haben wir hier? Wir haben Schraubenzieher, wir haben Zange. Ach du Scheiße. Was ist denn Dingsbums bitte? Was soll das? Können wir das Radio bitte einschalten? Nice. Was haben wir? Zange, Schraubenzieher. Ich denke eher, die Zange, die brauchen wir. Nämlich für die Batterie. Gell? This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Ja, hier, wir haben die Zange. Wir haben die Zange. Zack. Guck. So viel weiß ich auch noch. Beste Synchronstimme. Ja, ich sollte mich bewerben. Zack. Okay. Der Zahnriemen. Was haben wir hier? Da brauchen wir bestimmt auch die Zange, oder? This thing seems pretty gunked up. Um das aufzukriegen, oder? I think I should move on to something else. Okay, sie ist überfordert. Pisshead, ja Mann, wir haben Pisshead. Was haben wir noch?
Den Schraubenzieher. Den Schraubenzieher. Looks like the serpentine belt could use some help. Guck mal, was brauchen wir denn dafür? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Etwas Kleines. Okay. Hat's, warte mal. Der Zange? Nope. Ja, das wollte ich gerade sagen. Warte, was braucht die? Etwas Kleines. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Ach so. Ah nein, nein, den wollte ich nicht. Ich wollte den anderen. Ich wollte das andere. Den Schraubenzieher. Mit das. Also, mit dem Schraubenzieher dürfte das doch gehen. Etwas Kleines, ich habe gerade keine Zeit. Lol. Alter, tu das wieder anbringen. ABFB-Warnung. Oh, da ist etwas. Okay, was ist die Warnung? Lass mir bitte. ABFB-Warnung. So. Okay. Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Da kennen wir die Verordnungsbehörde. Oregon, 9. Mai. Feuer im Kulminationsnationalpark. Noch immer aktiv. Mittlere bis schwere Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Okay. Gut, dass wir draußen in der freien Luft sind. Okay, was brauchen wir für den Zahnriemen? Also was zu snacken? Bis gleich. Gönn dir. Angola, gönn dir. Bitte, was braucht ihr nochmal? Jetzt habe ich nicht zugehört. Fuck. It's pretty loose. Ach so, okay. Ja. Okay. Raumschlüssel bitte. Nein, nicht überprüfen. Oh nein. Das wollte ich nicht. How can I tighten it? Los, dran da an den Speck. Jetzt aber. Macht sie das? Much better. Okay. Jetzt das. Alter, wir sind voller Automechaniker. Ich glaube, ich soll das beruflich machen. This thing is going to fuck up. Lol. Sick. Die kann aber schön pusten. In Anführungszeichen. Mhm. Spark plugs busted. Carbon deposits. Ja, jetzt müssen wir noch eine Zündkerze finden, oder was? Wow, okay. Die Zündkerze vom Auto deines Vaters. Okay. Bin ganz Ohr. Please, I need you. Komm hin, wer du bist gleich, gönn dir, gönn dir. Yeah.
Ja, nee, ist klar, die hätten mir einen Führerschein. Wie kann die denn auf einmal Auto fahren? Läuft bei der. Hat nicht mal einen Führerschein und weiß schon, wie die Kupplung funktioniert oder wie? Ist klar. Dein hat heimisch geübt. Hey! Junkyard Queen! Where are you at? Hey! Holy shit! Your hair! It's so... badass. Exactly. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Wie die drauf ist. Oh, oh. Great price, nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Uh-oh. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? That's cool. I just want to talk to Frank. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you, she's like this. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? Don't fucking touch her. Okay. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. Die Frage ist, was interessiert es denn? Meine Freundin, lol. Geht sich einfach nichts an. Oh, das wird ihn nur reizen. Was interessiert dich das? Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? Okay, aufhören Fragen zu stellen. Gut. Jetzt hat er no. Was mit Sarah? Tell
me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your pro- Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real piece of shit, you know? Uh-oh. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Tschüss, Alter. Alter, wie krass ist sie drauf? Fucking bitch. Oh. Was? What the fuck? Chloe, go now. Voll in den Arm. Voll in den Arm. Shit. 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 Hey. Hold on. Okay. Rachel? No. Uh-oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Krasser Shit. Da wollte ich nur was snacken und schon gibt's Tode, ja. Aber sie ist auch voll... Hat nur zugeguckt, gell? Aber okay, ich glaube, sie war eher geschockt. Ich meine, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Die ist voll aggro und... Greift ihn auf einmal mit einem Holzstück an. What the fuck ist mit dir? Aber das sind halt Frauen, ne? Frauen. Frauenprobleme. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. Oh, shit. She's out of surgery. And now she's resting. Ja, der hat fast ihren ganzen Arm verloren. Chloe, what happened? Symmetrien zum Leben zu haben, ist ja schlimm, gell? So ist es. Aber das ist meine Schuld. It's my fault. I should have listened to you. I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah?
I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Was Sarah fragen? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? Nein. Ja, wollte Infos über sie? Ja, das wollte er auch, aber Rachel wurde wütend. Eigentlich beides. It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out. We all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something. But when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Ja, natürlich ist ihre Schuld, gell? Ich meine, sie hat ja schon zugegeben, dass sie halt erstarrte. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved Aber irgendwas wird noch passieren, Jenny. Irgendwas wird noch passieren. It will be sometime before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Ich predikte da so einiges. Irgendwas wird auch mit den Eltern passieren, also mit dem Vater und mit der Stiefmutter. Weil davon gab es ja gar keinen Kontakt im ersten Life is Strange. Weil davon hat die auch nie geredet, so wirklich, ne? Aber irgendwas wird noch passieren. Steph! How's Mikey? Oh, sie ist so Pretty sweet. Good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Merrick hat Sarah gefickt. Wer weiß das schon? Ne? Finde ich nicht. Gegen Angststarren kann man nichts machen. Das ist kurz vor Ohnmacht in der Regel, ja. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Crazy shit. Sag ich dazu nur. Haben wir irgendwie was Neues?
Nein, nein, haben wir. Okay. 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 Rachel warten. Alles klar. If I want to stay sane. Aber wir werden das Ganze am Freitagabend dann herausfinden, okay? Denn wir haben 20 vor, so langsam. Und gleiches Raid. Um 7:15. Und ist eigentlich schon ein guter Augenblick, um gerade Pause zu machen. Und bis Freitag zu warten. Dann können wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, okay? Okay. Du bist doch kacke.